Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Anleitung, und zwar dieser Häkeljacke. Alle Angaben zur Wolle, Nadelstärke und Verbrauch findet ihr wie immer unterm Video in der Infobox. Und dann kommen wir zuallererst zu der Maße. Dazu benötigt ihr euren Brustumfang plus 10 cm mehr. Also egal, was für einen Brustumfang ihr habt, rechnet 10 cm mehr drauf, damit die Jacke schön locker fällt. Ansonsten habe ich diese Jacke leicht gehalten. Wir werden mit einem Rechteck anfangen, wo ihr einmal den Brustumfang plus 10 cm mehr für die Breite benötigt. Und danach solltet ihr euch bewusst sein, wie lang die Jacke werden soll. Und das wird dann die Höhe des Rechtecks. Ich möchte mir einen Mantel machen, der knapp über der Knie endet. Und der andere Punkt ist dann unterm Ärmel. Bei mir sind es 70 cm von unterm Ärmel herabgemessen bis knapp über die Knie. Und somit habe ich auch dann schon die Höhe meines Rechtecks. Also beginnen wir jetzt, ein Rechteck zu häkeln. Eine Luftmaschenkette mit der Länge 110 und bei euch dementsprechend euer Ergebnis. Und eine Höhe von 70. So. Und dann können wir auch schon mit dem Muster loslegen. Also 110 wird angeschlagen und die 70 werden in die Höhe gehäkelt. Und dann kommen wir schon zum Muster. Für den Fußschlingenanschlag häkeln wir zwei Luftmaschen. Ihr könnt aber auch mit einer ganz normalen Luftmaschenkette arbeiten und mit festen Maschen zurück. Bei dem Fußschlingenanschlag gehen wir jetzt in die erste Masche, holen den Faden durch, ziehen beide Laschen auf gleiche Höhe, durch eine Schlaufe für den Boden und durch zwei für die feste Masche. Dann hat sich jetzt hier eine Masche gebildet. Da holen wir den Faden wieder durch, ziehen beide Laschen auf gleiche Höhe, durch eine und durch zwei. Eigentlich ganz leicht zu merken. Einstechen, Faden holen. Einstechen, Faden holen, beide Laschen auf gleiche Höhe, durch ein und durch zwei. Also ihr könnt eine Luftmaschenkette jetzt auf eure Maße anschlagen, also Brustumfang plus 10, und feste Maschen zurückhäkeln oder mit dem Fußschlingenanschlag arbeiten. Wer diesen noch nicht so gut kennt und da noch üben möchte, es gibt unzählige Videos davon auf YouTube. Ich zeige euch jetzt das Muster nur auf so einem kleinen Stück, denn es ist recht simpel, es geht schnell voran und ist überhaupt gar kein Hexenwerk. So, ich denke, das reicht. Für die nächste Reihe oder erste Reihe benötigen wir drei Luftmaschen für ein Stäbchen und häkeln zuallererst ein Stäbchen in die erste Masche. Dann setzt ihr euch am besten einen Marker, denn das Stäbchen wird gleich so ein Stück runtergezogen, dadurch kann sich auch die Masche verdrehen. Und danach folgt eine feste Masche. Dann wieder ein Stäbchen. Und dann wieder eine feste Masche. Ein Stäbchen. Und eine feste Masche. Immer im Wechsel bis zum Ende, daher braucht ihr auch keine Maschenanzahl teilweise durch. So, ich komme jetzt hier so aus, dass ich ein Stäbchen an dem Ende habe. Es ist aber auch nicht schlimm, wenn ihr eine feste Masche am Ende habt. Ich muss jetzt hier eine Luftmasche machen, denn über dieses Stäbchen kommt jetzt eine feste Masche. Wenn ihr mit einer festen Masche geendet seid, dann kommt da jetzt ein Stäbchen. Auch hier wieder den Marker setzen. So. Und dann folgt eine feste Masche. Also machen wir jetzt hier ein Stäbchen rein. Dann ist wieder ein Stäbchen. Da kommt eine feste Masche hinein. Eine feste Masche. Also kommt da ein Stäbchen hinein. Ganz einfach zu merken.
am Ende habe ich jetzt mein Stäbchen, also eine feste Masche. Und die nächste Reihe beginnt dann wieder mit einem Stäbchen. Drei Wendeluftmaschen und ein Stäbchen in die feste Masche. Wichtig ist, dass ihr auch immer die Marker mitnehmt, dass ihr nachher am Ende nicht schief auskommt. Und dann geht es wieder weiter. Eine feste Masche übers Stäbchen. Ein Stäbchen über die feste Masche. Eine feste Masche übers Stäbchen. Und so weiter und so fort. Warum ich mich für dieses Muster entschieden habe, ich finde, es sieht auf Masse einfach nur toll aus und man kommt sehr schnell voran, was vor allen Dingen so eine große Fläche für eine längere Jacke anbelangt. Ja, und wenn ihr dann eure Fläche gehäkelt habt, also Brustumfang plus 10 plus die Länge, die ihr haben wollt, bis unterm Ärmel gerechnet, dann zeige ich euch noch mein Endergebnis. Bis gleich. Und so sieht dann die Fläche aus. Hier habt ihr mal die Maschenmarkierer, damit ihr seht, dass auch ich mal einen Tag mehr häkel und mal einen Tag weniger und auch eine Jacke nicht innerhalb eines Tages zaubern kann. Das hat mich jetzt knapp eine Woche gekostet, kann man jetzt sagen. Hat aber auch Spaß gemacht. Als nächstes folgt die Maße für den Ärmel. Dann nehmt ihr von einem Pullover oder einer gut sitzenden Jacke die Ärmelbreite. Diese kommt jetzt hier dran, allerdings in drei Teilen. Einmal das größere Stück für den Rücken und einmal links und rechts. Dazu könnt ihr zwei Varianten wählen. Entweder ihr teilt den Brustumfang durch zwei, dann habt ihr schon mal den Rücken. Und dieses Ergebnis nochmal durch zwei, dann habt ihr die Maße für die linke und für die rechte Außenseite. Oder Variante Nummer zwei, ihr nehmt einen gut sitzenden Pullover und nehmt davon die Rückenmaße. Nehmt dies als Mitte und verteilt einfach den Rest auf die linke und die rechte Seite. Das kann dann jeder machen, wie er meint. Ich habe jetzt hier ganz einfach das Ganze durch zwei geteilt und nochmal durch zwei geteilt für die Außenseiten. Und dann kommen wir als nächstes zu dem Part, wie ihr das Ganze markieren könnt. Dazu lege ich bei der großen Fläche die Mitte zusammen. So. Nehme mir einen Marker hinzu und markiere mir erst einmal die Mitte meines Häkelstücks. Danach können wir uns ein Maßband hinzunehmen und dieses am Marker anlegen und nach links und nach rechts die Maße markieren. Für die Mitte hatte ich halt 55, das heißt, es wären 27,5 nach links und 27,5 nach rechts. Das markiere ich mir dann und kann die Mitte dann wieder rausnehmen und habe dann den Rücken soweit fertig. Gleiche. So, dann kann ich die Mitte rausnehmen. Und als nächstes müssen wir jetzt noch von außen nach innen zum ersten Marker einmal die Maschen abzählen, dass auch die beiden Außenteile gleich sind. Also von hier bis zum Marker einmal alle Maschen abzählen und schauen, dass alles gleich ist. Gegebenenfalls korrigieren. Eine Masche mehr oder weniger macht in der Mitte überhaupt nichts aus. Und dann können wir schon beginnen, die Mitte zu häkeln. Für den Rücken nehme ich jetzt schon meinen zweiten Bobbel. Den ersten habe ich so gut wie aufgebraucht. Die Endfarbe war dunkelblau, also hat mein zweiter Bobbel auch die Endfarbe blau. Und dann beginne ich am Marker. Dort fädle ich dann ein und schaue, mit welcher Masche
ich da beginnen muss. Habt ihr eine feste Masche, beginnt ihr mit dem Stäbchen. Habt ihr ein Stäbchen, beginnt ihr mit einer festen Masche. Und dann geht es eigentlich ja weiter wie gehabt. Das Muster bleibt das Muster. Und danach könnt ihr Reihe für Reihe so weit hochhäkeln, bis ihr die Länge oder Breite eures Ärmels erreicht habt. In meinem Fall waren es 22 cm. Und so sollte das Ganze dann zum Schluss aussehen. Die Mitte für den Rücken und die beiden Seiten für vorne. Als nächstes legt ihr einen der Vorderseite auf die Rückseite, also ihr klappt das Ganze zu und messt einmal von außen nach innen ungefähr die Trägerbreite ab, die ihr haben möchtet. Bei einer Jacke nehme ich immer in etwa 10 cm, welches hier 15 Maschen bei dem Vorderteil und 15 Maschen beim Rückteil sind. Und diese nähe ich dann mit dem Kautstich zusammen, denn das gibt dann eine schöne flache Naht. Dazu fixiere ich mir den Faden, den nehme ich übrigens auch doppelt. Und dann stecht ihr am hinteren Häkelstück etwa einen halben Zentimeter ein und zieht den Faden durch. Dann legt ihr den Faden nach vorne über und stecht in Höhe des Fadens wieder einen halben Zentimeter am vorderen Häkelstück ein. Dann legt ihr den Faden zur Orientierung wieder nach hinten über und stecht in Höhe des Fadens am hinteren Häkelstück wieder ungefähr einen halben Zentimeter ein. Und so vernähe ich nun meine circa 10 cm Breite für den Träger. Und auf der anderen Seite mache ich dann genau das gleiche. 15 Maschen am Vorderteil und 15 Maschen am Rückteil abzählen, markieren und bis dahin den Träger zuziehen. Am Ende nochmal vergleichen, dass auch beides schön gleich aussieht. Also aufeinanderlegen. Und dann haben wir auch schon den Teil geschafft. So, und wie ihr seht, ergibt das eine schöne flache Naht, die man so gut wie gar nicht erkennen kann. Zu den Ärmeln. Das Muster ist euch bekannt, deswegen brauchen wir die Ärmel nicht zusammenhäkeln. Die Ärmel werden einen geraden Schnitt haben, da könnt ihr dann immer wieder einfach anprobieren und schauen, wann der Ärmel für euch lang genug ist. Die einzigen Tipps, die ich euch hier noch mit auf den Weg geben möchte, ist, beginnt zum einen auf jeden Fall im Achselbereich und dann könnt ihr den Ärmel in Runden einfach häkeln. Das Muster ist ja nach wie vor. Einmal Maschen verteilen, feste Masche, Stäbchen selbstverständlich. Und einmal auf jeden Fall durchzählen. Ich persönlich gehe dann immer hin, schneide danach den Faden ab, nachdem ich einmal alle Maschen verteilt habe und geschaut habe, dass nichts sich auseinander oder zusammenzieht. Und gehe dann direkt hin und mache auf der anderen Seite die gleiche Anzahl an Maschen, damit ich das Gefummel auf jeden Fall schon mal weg habe. Und dann kann ich auch auf der Seite bleiben und Runde für Runde meinen Ärmel immer länger werden lassen. So, ich werde dann jetzt auch erstmal meine Ärmel häkeln und zeige euch dann das Ergebnis. Bis gleich! Ich beginne wieder mit der direkten Kette, also dem Fußschlingenanschlag. Ihr könnt aber auch mit Luftmaschen beginnen. Zwei Luftmaschen. In die erste Masche dann zurück, in die untere einzelne Schlaufe am besten, Faden holen, durchziehen, beide Laschen auf gleiche Höhe ziehen, durch eine und durch zwei Schlaufen. Nun haben wir hier die erste feste Masche, dort können wir dann den Marker setzen. Und die gleiche Masche könnt ihr auch von unten erkennen. Also stechen wir jetzt dort ein. Nehmen die gesamte Masche, holen den Faden durch, ziehen beide Schlaufen wieder auf gleiche Höhe, durch eine Schlaufe und durch zwei Schlaufen.
Nächste gebildete Masche. Faden holen, durchziehen. Beide Schlaufen auf gleiche Höhe ziehen. Durch eine und durch zwei. Und so häkeln wir jetzt bis auf 20 feste Maschen. Wer natürlich ein längeres oder kürzeres Bündchen haben will, der passt die Maschen dementsprechend an. Und ich werde jetzt auf 20 feste Maschen häkeln. Zwei, vier, sechs, 18, 12, 14, 16, 18, 20. Kommen wir zur Reihe 2. Eine Wendeluftmasche. Und nun immer ins hintere Maschenglied, also in die hintere Lasche einer Masche, einstechen und eine feste Masche abhäkeln. Auch hier wieder den Marker setzen, denn die erste und die letzte Masche verdrehen sich immer gerne. Und wieder ins hintere Maschenglied eine feste Masche. Hintere Schlaufe, eine feste Masche. Und so nun die ganze Reihe. Bis zum Ende. Marker können wir dann rausnehmen, den brauchen wir gleich. Eine Luftmasche, wenden und auch in der nächsten Reihe ins hintere Maschenglied, in die hintere Lasche einer Masche einstechen. Und eine feste Masche häkeln. Marker wieder setzen. Und die ganze Reihe wieder in dem hinteren Schläufchen abhäkeln. Ganz unspektakulär. Und so weit, bis das Ganze perfekt um euer Handgelenk passt. Nach 40 Reihen können wir nun das Ganze verbinden. Dazu steche ich auf der anderen Seite ein. Und fixiere erst einmal mit einer Kettmasche. Und nun nehmen wir uns immer den inneren Faden der ersten Masche und vom hinteren Häkelstück den äußeren Faden. Und häkeln das Ganze mit einer Kettmasche ab. Den innenliegenden Faden von der Masche am vorderen Häkelstück und den äußeren Faden oder Lasche vom hinteren Häkelstück abketten. Innere Lasche, äußere Lasche, abketten. Innere Lasche, äußere Lasche. Dann können wir den Faden abschneiden. So, und jetzt habt ihr hier eine ganz leichte Naht. Das ist dann die Innenseite und das ist dann die Außenseite und da sieht man dann überhaupt nichts. Und das ist dann unser.
Und zu guter Letzt kommen wir nun zum Abschluss und zwar zu dem Bündchen, was von unten einmal hoch gehäkelt wird. Dann machen wir hier eine Spitze aus 5 Maschen, dann bis zur Schulter, da müssen wir 3 Maschen zusammen häkeln. Rüber zur anderen Seite, auch da wieder 3 Maschen an der Schulter zusammen häkeln. Zur Spitze 5 Maschen als Rundung und wieder nach unten häkeln. Das Ganze macht ihr dann so weit, wie ihr euer Bündchen für euch haben möchtet oder bis ihr die Jacke perfekt schließen könnt. Hier habe ich jetzt einmal meine Maschen verteilt und beginne unten am Bündchen und hier mache ich dann eine Abnahme. Dann fällt das Ganze im späteren Verlauf besser. So, 2 Maschen zusammen, Marker setzen. Das Ganze dann auch auf dem Rückweg auf der anderen Seite genauso. Und dann heißt es jetzt hoch bis zur Spitze vom Kragen. Hier. Wie ihr hier seht, habe ich da schon in der ersten Reihe bereits 5 Maschen in die Spitze gehäkelt. Den Marker in die Mitte gesetzt. Und dann nehme ich diesen jetzt raus und häkel in diese mittlere Masche wieder 5 feste Maschen. Auch das dient dazu, dass der Kragen nachher schön fällt. So, dann den Marker wieder nehmen und in die mittlere der 5 Maschen. Und als nächstes geht es dann zur Schulter. Hier habt ihr die Naht von der Schulter. Ich muss noch mal 1-2 Maschen häkeln bis kurz vor den Marker, also eine Masche vor dem Marker. Ja, dann brauchen wir die Masche und die Masche. Die häkeln wir alle 3 zusammen zu einer. Das heißt einstechen, Faden holen, nächste Masche einstechen, Faden holen und die dritte Masche einstechen, Faden holen und alle gemeinsam abmaschen. Und wieder den Marker setzen. Und dann geht es von hier aus rüber zur anderen Schulterseite. Dort natürlich das gleiche. Dann zur Spitze, da auch wieder 5 Maschen in die Spitze hinein. Und auf der anderen Seite runter und unten eine Abnahme, damit das Ende auch besser fällt. Und das war jetzt auch der ganze Spuk, also Schulter eine Abnahme mit 3 Maschen machen, die Spitze 5 feste Maschen immer in die Spitze, Marker dann wieder mittig setzen und am Ende der Reihe eine Abnahme unten am Bündchen. Und so sieht es dann aus nach 5 Reihen. Zu guter Letzt habe ich hier so eine Schnalle und habe mir von einem Gürtel die Maße genommen. 3 Reihen feste Maschen gehäkelt und mit einem verdrehten Rand ringsherum abgeschlossen. So können wir das Ganze schön binden. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, wie auf dem zweiten Bild zum Beispiel, mit einer Vintage-Schnalle die Jacke zu schließen oder aber sie offen zu tragen. Und so sieht das Endergebnis aus. Ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen und ihr seid gut mitgekommen. Vergesst nicht, eure Bewertung dazulassen. Wie immer ganz, 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 ganz wichtig. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachwerkeln. Hoffe, euch hat das Ganze inspiriert. Lasst die Nadeln glühen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.